Gut, wir haben natürlich bewusst letzte Woche uns dazu nicht geäußert, als dieses Thema aufkam, gerade vor den wichtigen Relegationsspielen. Aber uns war eigentlich immer klar, dass Hakan bei uns bleibt. Hakan hat seinen Vertrag hier Anfang des Jahres um 2 Jahre verlängert und hat sich auch damals klar zum HSV bekannt. Und deswegen wird er auch definitiv weiter HSV-Spieler bleiben. Ja, es ist natürlich unser Wunsch, weiterhin Pierre hier in Hamburg nächstes Jahr spielen zu sehen. Die Situation ist bekannt. Pierre hat noch ein Jahr Vertrag in Berlin. Für mich war immer entscheidend, was der Spieler möchte. Jetzt, Pierre hat ja gestern auch gesagt, dass er in den kommenden Tagen sich mal zu dem Thema äußert. Sollte Pierre der Ansicht sein, seine Karriere hier in Hamburg fortsetzen zu wollen, dann glaube ich schon, haben wir gute Möglichkeiten, auch Pierre hier zu behalten. Natürlich ist dann da mal das Gespräch mit der Hertha notwendig, aber es ist allein entscheidend, mal eine Aussage von Pierre zu bekommen, wo er kommende Saison spielen möchte. Raphael hat noch ein Jahr Vertrag und Stand heute gehen wir auch davon aus, dass Raphael bei uns bleibt. Nochmals, wir werden uns jetzt gemeinsam zusammensetzen, werden mal eine Analyse erstellen, was passiert ist in dem vergangenen Jahr, wie wollen wir weitermachen, was stellen wir uns vor, auf welchen Positionen sehen wir Bedarf und dementsprechend werden wir dann auch reagieren.